Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, heute soll es mal um mein neues Schätzchen hier gehen. Und zwar handelt es sich hierbei um das M9-Bajonett der US Army, beziehungsweise natürlich um ein Replika, denn das hat verschiedene Gründe, ich werde gleich genauer darauf eingehen. Aber ich habe mir das in erster Linie geholt, einfach als Vitrinenstück, weil ich es optisch tatsächlich schön finde. Man sieht, das Ganze wird mit einer Scheide geliefert aus Kydex. Und hier haben wir das gute Stück schon. Hier oben ist eine Säge, die auch tatsächlich bissig ist. Aber man sieht es natürlich hier von Miltech. Es ist also der Nachbau. Der Nachbau kostete gerade mal lächerliche 33 Euro. Das Original kostet, glaube ich, 150, 160. Und jetzt zu der Sache, warum ich mir nur den Nachbau geholt habe. Die Klingenlänge beträgt hier 15 cm. Ja, 15,5 beziehungsweise bis zum Schaft sind es sogar 18 cm und somit wäre es in Deutschland nicht legal zu führen. Beziehungsweise, gut, ich weiß, immer wieder kommt der Grund, ich bin Bushcrafter oder ich bin YouTuber und ich darf natürlich solche Sachen mitschleppen. Ganz ehrlich, ihr seht selber, wie sich die Lage aktuell verschlechtert. Ich denke nicht, dass irgendein Polizist euch dieses Messer lassen würde, wenn er euch damit erwischt. Sind wir ganz ehrlich. Ihr seht, das Ganze ist natürlich extremst eingeölt. Das ist wirklich so Miltech-typisch. Das kann man natürlich abmachen. Aber ja, ihr seht halt, das Messer ist gerade geliefert worden. Deswegen schaut es halt noch so aus. Für alle, die es nicht wissen, ein Bajonett wurde halt vorne auf das Gewehr gepflanzt. Das heißt, an dem Gewehr ist eine Halterung. Dann kann man hiermit den Clip öffnen, schiebt es auf das Gewehr drauf. Und so hatte man dann eine Möglichkeit, sich auch zu verteidigen für den Fall, dass die Munition ausgegangen ist oder eben, dass die Feinde zu nah waren, als dass man noch hätte schießen können. Ein weiterer Grund, warum das für mich nur ein Dekostück ist, ist die Bauart. Man kann es jetzt hier nicht erkennen, weil der Griff rundherum geschlossen ist, beziehungsweise hier sieht man schon die Schraube. Der Griff ist von innen hohl. Das heißt, wir haben hier kein Full-Tang-Messer, was hier mit so einem breiten Steg endet, sondern wir haben innen drin mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nur so einen kleinen R laufen, der dann hier hinten nochmal fixiert ist. Und dann habt ihr das Problem, wenn ihr damit wirklich einmal richtig hacken wollt, beispielsweise Holz hacken oder betonen oder was man halt sonst für Arbeiten mit dem Messer halt vollbringen könnte, ihr hättet das Risiko, dass es genau an dieser Stelle hier bricht. Und von daher zum Arbeiten ist es in dem Zustand nicht zu gebrauchen. Das Original kann ich nicht sagen, ob das in der Beziehung tatsächlich besser wäre oder ob das von der Bauart her sehr ähnlich ist. Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich das Original noch nie besessen habe. Aber wie gesagt, aus dem Grund ist es für mich einfach nur ein Vitrinenstück. Kommen wir mal zu der Scheide. Hier haben wir eine kleine Tasche. Da ist dann noch etwas Zubehör drin. Das kennt man ja von diesen typischen Rambo-Messern. Wir haben hier drin Angelhaken, etwas Sehne und ein Pflaster. Das ist also wirklich die absolute Minimalausstattung. Noch nicht mal irgendwie ein Streichholz oder irgendwas da drin. Aber gut, für 33 Euro, was will man da großartig verlangen? Witzig finde ich, dass halt eine Angelschnur dabei war, aber kein Angelhaken. Beziehungsweise hier liegt ein Haken. Jetzt weiß ich nicht, ob der mir gerade aus dieser Dose rausgefallen ist oder ob der von meinem letzten Set ist. Aber sind wir mal gutgläubig, weil er ja eine Sehne drin war, gehe ich mal davon aus, dass auch ein Haken zumindest dabei gewesen ist. Dann haben wir auf der Rückseite, übrigens wird diese Tasche durchklett gehalten und gleichzeitig noch durch einen Druckknopf. Also hier geht man wirklich auf Nummer sicher. Die Tasche selbst ist hier drüber festgemacht, ebenfalls über einen Klettverschluss. Das heißt, man kann das Ganze hier öffnen und könnte das dann hier vorne abziehen. Ich lasse es jetzt mal dran. Aber was noch interessant ist, hier hinter verbirgt sich ein Schleifstein, der sich gelöst hat. Das ist ja bitter. Also ich hätte jetzt so gerne gute Werbung für das Messer gemacht, weil es nur 33 Euro kostet. Und dann löst sich hier dieser blöde Kleber ab, dass der Schleifstein lose ist. Das heißt, beim Spazierengehen, also für diejenigen, die es ernsthaft in Betracht ziehen, sich das Messer zu kaufen, um es auch wirklich zu benutzen. Also ich meine jetzt natürlich für Holzfäller arbeiten oder beim Camping, beim Bushcraften, was auch immer. Seid gewarnt, es ist sehr, sehr billig gemacht. Der Stahl, das habe ich gelesen bei den Rezensionen, ist sehr, sehr schnell stumpf, weil es ein sehr weiches Material ist. Das heißt, wenn ihr damit schnitzt, kann es passieren, dass es selbst unterm Schnitzen stumpf wird.
Das passiert bei allen Messern natürlich, aber hier geht es halt eben sehr, sehr schnell, dass es stumpf wird. Betonen und sowas, habe ich vorhin schon gesagt, würde ich generell nicht machen, weil das Risiko zu groß ist, dass es hier an der Stelle bricht. Und das Problem ist, wenn ihr das Messer so haltet und ihr haut hier mit dem Stock drauf und das bricht dann hier an der Stelle, dann kippt das nach vorne. Und wenn ihr dann in dieser Schlagbewegung drin seid mit dem anderen Stock, dann kann es passieren, dass ihr euch hier auch noch verletzt. Also, wie gesagt, wenn es ein Dekostück für euch sein soll, dann kauft es gerne. Aber ansonsten lasst auf jeden Fall die Finger davon, weil für ernste Zwecke ist das überhaupt nicht gedacht. Gut, machen wir mal weiter. Hier haben wir eine Trageschlaufe, die sich auch abklipsen lässt. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und was noch sehr interessant ist, ist diese Halterung hier. Und zwar kann man das Messer, dann hier vorne, dafür ist dieses Loch hier, so einklappen und dann hat man die Möglichkeit, damit Draht zu schneiden. Der Draht wird dann hier zwischengeklemmt und dann hackt man einfach so zu. Mit der Seite würde ich es eher nicht machen. Geht auch gar nicht, weil ihr kommt gar nicht weit genug rum, um das machen zu können. Es geht also wirklich nur so rum, was aber auch sinnvoll ist, weil hier ist eine starke Kante und Kante auf Kante ist bei Drahtschneiden tatsächlich sinnvoller, als wie die Schneide nutzen zu wollen, weil wenn das ein härterer Draht ist, beschädigt ihr euch hier vorne auch noch die Schneide. Das ist also das M9-Bajonett bzw. der Miltec-Nachbau. Für 33 Euro ist es okay. Es ist ein schönes Dekostück, beziehungsweise wenn man es sich an die Wand hängen möchte oder in die Vitrine legen möchte, dann ist das durchaus okay. Da macht es auch meiner Meinung nach schon Sinn, dass man sagt, hey, ich greife da mal zu und hole mir das. Aber wie gesagt, für ernsthafte Zwecke, da gibt es für 30 Euro selbst schon bessere Messer. Reden wir einfach mal von Mora. Oder wenn es wirklich nur ums Schnitzen geht, beziehungsweise ähnliche Arbeiten, dann würde sogar ein Opinel deutlich besser abschneiden, weil es halt nicht diesen ganzen Firlefanz bietet. Es ist einfach nur eine gute Schneide. Das hier ist halt einfach ein optisch schönes Stück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Original davon ein richtig, richtig gutes Tool ist. Wobei ich mir aber, wie gesagt, da eben unsicher bin, ob da auch nur so ein dünner Erl drin ist oder ob da ein dickerer Erl durchgeht, der halt dem Ganzen etwas mehr Stabilität geben würde, beziehungsweise eine gewisse Bruchfestigkeit. Ich denke schon, weil wir reden hier vom US-Militär und die knausern bei sowas eigentlich nicht rum. Beziehungsweise ist das natürlich die alte Variante. Die wurde damals, ich glaube, in den 70ern, 80ern irgendwann wurde die herausgegeben. Mittlerweile gibt es für das Militär auch ganz andere Sachen, was die dabei haben, beziehungsweise solche Bajonetts. Weiß ich gar nicht, ob die überhaupt noch in Verwendung sind. Das ist also einfach nur, wenn man es auch als Original besitzt, ein Andenken oder wie in meinem Fall halt ein Replika, aber leider ein Replika der günstigsten Art und Weise. Aber das sieht man Gott sei Dank in der Vitrine nicht. Nun ja, vielleicht konnte ich euch ja trotzdem etwas Geschmack machen, zumindest auf die originale Variante dieses Messers. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.